Trotzdem, dass du deinen Hüftbeuger regelmäßig mobilisierst und dehnst, geht es irgendwie nicht weiter. Er ist immer noch verkürzt und immer wenn du Übungen machst und dich bewegst, knackt es und rumpelt es in der Hüfte. Dann bleib jetzt dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Da es häufig nicht nur ein Muskel ist, der verkürzt oder in seiner Funktion eingeschränkt ist, sondern auch das Gewebe ringsrum oder Muskeln ringsrum. Ja, schon allein der Hüftbeuger ist ja nicht ein Muskel, sondern besteht aus mehreren Muskelteilen und ist natürlich auch, wie man hier schön auch im Bild sieht, von sehr, sehr vielen Muskeln und Gewebe umgeben. Und dadurch musst du dich natürlich neben diesem einen Muskel und neben den Teilen der Muskel auch um das Gewebe ringsrum kümmern. Und dafür werde ich dir jetzt Übungen zeigen, wie du vor dem Dehnen und Mobilisieren oder auch Kräftigen die Hüfte öffnest, schön weich machst und für dein Training vorbereitest. Für das Vorbereiten zum Training sind zwei Sachen wichtig. Zum ersten, dass du dir Übungen raussuchst, die das Gewebe erst einmal durchbluten und sozusagen aufwärmen und versorgen. Und zum zweiten, was ich dir dann auch im zweiten Teil zeigen werde, dass du einmal richtig schön durchbewegst und das, was du dann versorgst, durchblutest, auch richtig einmal bewegst. Du startest im Sitzen, nimmst die Füße etwas mehr als schulterbreit oder deutlich mehr als schulterbreit auseinander, stützt dich mit den Händen hinten ab und dann kippst du zuerst einmal mit den Beinen von innen nach außen oder beziehungsweise ja, wechselseitig von innen nach außen, lässt die Hüfte ein bisschen mitdrehen und nach ein paar Wiederholungen versuchst du dann in der Hüfte immer mehr fixiert zu bleiben und die Bewegung mehr aus dem Gelenk heraus zu steuern und weniger aus der ja, gesamten Beckenbewegung. Das machst du einmal 10 Wiederholungen zu jeder Seite und im zweiten Schritt setzt du dich in einem 90 Grad Split hin, machst dich dann einmal richtig gerade, lehnst dich nach vorne, bis es leicht zu einer Dehnung kommt, lässt es einen Moment wirken, tauschst dann wieder die Seite und machst das zur anderen Seite. Das immer im Wechsel, ist erstmal eine Vorbereitungsübung, um überhaupt erstmal in die Bewegung reinzukommen. Auch hier einfach mal für den Anfang 10 Wiederholungen pro Seite und mal reinfühlen, wie das bei dir wirkt. Hier kann ich dir keine genaue oder möchte ich dir eigentlich gar keine genaue Übungs- oder Wiederholungszeit geben, da es mir darum geht, dass du dir erst einmal reinfühlst, überhaupt in die Bewegung, in das Machen und mal spürst, wie das bei dir ankommt. Das kann sein, dass es nach 2, 3, 4, 5 Wiederholungen löst. Das kann aber auch sein, dass es 10 braucht oder mehr. Wenn es natürlich ewig lang dauert und gar nicht reagiert, dann ist es nicht die richtige Übung für dich. Dann gehst du einfach mal weiter und probierst andere Varianten aus, um reinzukommen. Als nächstes nimmst du die Fußsohlen aneinander, kannst sie zusätzlich mit den Händen fixieren, lässt dann deine Knie, je nachdem wie locker du hier in der Hüfte schon bist, einfach mal sinken, versuchst dann möglichst den Rücken gerade zu machen, also hier wirklich dich aufzustrecken und dann beginnst du einmal leicht mit den Knien von oben nach unten zu federn und hier ist wirklich wichtig, dass du beim Federn die Bewegung mal gehen lässt, also dass du nicht kontrolliert versuchst, auf und ab zu gehen mit dem Knie, sondern ja, eben ein Federn auslöst, was wirklich vom Gewebe, also von der Elastizität vom Gewebe auch geführt wird. Und sagen wir ein Gummiband quasi, wenn du ein Gewicht unten dran hast und das Gummiband schwingt dann noch so ein bisschen nach. Genauso kannst du dir das auch vorstellen, dass das hier drin einmal schwingen soll und sich ja, im Gewebe oder dass das Gewebe arbeiten soll. Im nächsten Schritt setzt du dich dann in einer V-Position, Beine schön nach außen und versuchst jetzt langsam mit dem Oberkörper so weit wie es geht nach vorne zu gehen und kommst dann wieder zurück und kannst hier dann auch nach ein paar Wiederholungen versuchen, immer etwas intensiver, etwas zügiger nach vorne zu gehen. Das ist eine Übung, sehr, sehr langsam, sehr, sehr dosiert anwenden, wenn es dir hier sehr stark in den Adduktoren dehnt. Gehst du ein bisschen näher zusammen. Versuchst dann auch wieder sanft nach vorne zu gehen. Möchte es nur von der Seite zeigen. Ist schon ein bisschen eine fortgeschrittenere Übung. Und da wirklich aufpassen, dass du das Gewebe erst einmal langsam an die Übung gewöhnst. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil zur Bewegung. Und zwar gehst du für diese Übung in den Vierfüßlerstand. Dann streckst du ein Bein nach hinten aus. Rotierst jetzt erstmal mit dem Fuß soweit es geht nach außen. Achte da wirklich darauf, dass du beim Rotieren nur im Hüftgelenk arbeitest und nicht mit dem ganzen Becken mitdrehst. Gehst du so weit wie möglich raus,
Und dann ziehst du das Knie nach vorne, so weit wie es geht, ohne dass dein Rücken nachkommt. Gehst nach innen und wieder nach hinten. Fuß rausdrehen, einen großen Bogen ziehen und wieder nach innen. Rausstrecken, drehen, großen Kreis machen und wieder nach innen. Das auch wechselseitig auf beiden Beinen. Und dann hast du einmal richtig die Hüfte durchbewegt und gehst nach diesem Set mal in dein Hüfttraining rein. Für das schaust du dir dieses Video mal an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal.